Okay, also da müssen wir jetzt erstmal auch noch nicht unbedingt lang. Wie gesagt, ein bisschen flussabwärts schwimmen. So, das ist der Haupteingang, den können wir vergessen. Neben alles voller Orks ist. Also theoretisch zumindest da sind sie. Jetzt da tauchen sie auf. Ja. Zum Lager. Riechen wir erstmal hier lang. Also man sieht halt schon, ne? Also es ist halt dann einfach der vorgefertigte Weg, sag ich mal, den man hier nehmen soll, der gepflastert ist mit Kreaturen, die man gut töten kann. Was auch Sinn macht, absolut. Aber wie gesagt, es ist kein Muss. Man will, wenn man es geschickt genug anstellt. Dann schafft man das ganz gut hier raus. So. Sagt er was? Ja. Sumpfkraut. Sweet. Erstmal eine rauchen. So. Ihr seid eigentlich freundlich, oder? Ja, klar. Schon wieder eins von diesen Biestern. Halt. Bleib stehen, wo du bist. Kein Problem. Ach, noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Wie ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Du siehst viel zu harmlos aus. Ich habe gerade, glaube ich, acht Drachenstepper getötet. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Doch, ist also frei. Also bin ich hier und tu das, was ich am besten kann. Ist frei. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engrom. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Oh. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Na nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Ja, total. Die Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Drachensnapper. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. Dir geht's aber offensichtlich recht gut. Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Vielleicht auch nur Zufall. Warum tut's dir um Engrom leid? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so, jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön, das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Ich habe gerade keinen Käse dabei. Wäre auch zu schön gewesen. Sag Bescheid, wenn du welchen hast. Mach ich. Wie sieht's aus? Beschissen. Hm. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem.
Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Genau. Das ist ja ein toller Trick. Funktioniert es frei. Ich bin reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Ja, ich räume auf. Mehr oder weniger, ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Da, ein Stück Käse. Praktisch. Hört auf! Tywin! Nein! Ich stehe. Gut jetzt? Nein, jetzt hört doch mal auf! Tywin, bitte, bitte! Oh, ihr seid solche Vollidioten, echt. Es sind zwei Goblins hier, ganz ehrlich. Meine Fresse. So, das. Ja, so muss man's den Biestern geben. Gib den Viechern ordentlich Saures! So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ach Gott, jetzt geh halt wieder nach oben, ohne zu sterben, bitte. So anstrengend, das Volk hier. Die sich hier immer so von dem ganzen allem hier, weil wir brauchen Engrom eigentlich noch. Der ist eine Quest später. Den sollen wir nämlich durchaus wegbringen. Wenn der hier rumtanzt, wird daraus nichts. Wir müssen jetzt auch erstmal schauen. Hier, toll, da runter läuft er schon lang. Den Viechern ordentlich Saures! Ja, was anderes bleibt mir nicht übrig, du Vollidiot! Oh, bitte läufst du lang! Warte mal. Wir müssen hier auch jetzt irgendwie lang. Kommen wir auch nicht anders so. Okay, wir gehen einfach vor ihm. Hier lang. Pam. 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 Fleischschwanzen erstmal fertig machen. Du wirst ja nicht nach da hinten lang latschen, ne? Wenn es jetzt da oben lang. Hm, der ist halb tot. Ich hab den halt aus Versehen ein paar Mal getroffen, das gebe ich offen zu. Aber das war halt ein Versehen. Kann ich ja nichts dafür, wenn der vor meinen Bogen rennt. Okay. Der wird sich hier von allem angreifen lassen, ey. Auf, Mann. Gleich ein unschuldiger, kleiner, süßer Jäger lang. Gott, ist ein Ork-Lied, ey. Schön zu treffen gerade.
Er sollte es schaffen. Also, hoffe ich. Ja, wir haben jetzt ein Stück Käse in der Truhe. Kannst mal sehen, ne? Wenn man nicht Schlösser knacken kann, ist man wirklich arm dran. Käse nur ein Schloss weit entfernt. So. Ich hoffe, ihr beruhigt euch jetzt. Na klar, bist du jetzt wieder hier. Und auch voll geheilt hier. Ich glaube, dein Kumpel ist ja ein bisschen gereizt. Hör bloß auf. Provozier ihn nicht noch weiter, sonst reißt er mir noch den Kopf ab. Ich kann's jetzt auch nicht mehr ändern, dass wir hier sind. Ich werd's irgendwann wieder gut machen. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Was kannst du mir... Da muss ich dich enttäuschen. Du weißt... Hey, du. Was? Die Jagd. So, tiefenentspannt, der Kollege. Ach guck, hier ist noch eine Truhe. Wein. Schön. So. Und ja, ich weiß, da unten hätten wir auch hingehen, aber wir gehen da später so oder so noch hin. Jetzt machen wir erstmal, was uns aufgetragen wurde und folgen dem Weg hier unauffällig. Oh, guck mal, wie schön das hier ist, ey. Weißt du noch, wie Milton da stand? Ja. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, sag ich. So, wenn ihr wieder aufeinander aufpassen, aber vielleicht nicht so doll. Gucken wir mal, ich glaube, die rennen dann alle auf mich zu. Ja, mehr als alle. Fuck, ich komme hier schon wieder nicht weg. Hör mal auf zu schleichen. Nee, du. Der hängt manchmal einfach so heftig fest. Ich kann da nichts mehr machen. Okay, also die kommen auf jeden Fall alle. Alle ist ein bisschen viel. Vielleicht, wenn ich aufhöre. Hör mal auf zu schleichen, bitte. Und beweg dich mal hier raus. Ja, gar nicht. Greif mal ganz offen an. Auf. Schon. Babe, du schaffst es! Hervorragend. Ja. Die können halt auch nicht übers Wasser rennen oder durchs Wasser rennen. Oh, haben wir nie gefunden. Schick. Können wir Lee wieder andrehen. Ich habe so viel Gold, das ist heftig. So. Ich hing fest. Thank you.
Orgelit ist eher so semi. Warum wir uns jetzt erstmal noch nicht mit anlegen? Auch erstmal alles ruhig. Meins. Dankeschön. Ja, siehst, wir befinden uns jetzt schon im Außenring. Na, wie du siehst, ist da nicht mehr allzu viel übrig. Oh, krass. Jetzt. Gestorben hier. Das ist eine Elite, das ist nicht so super. Theoretisch müssten wir jetzt uns ein bisschen verkrümeln. Wir haben eine Ork-Elite schon mal geschafft. Ist also, dass es nicht unmöglich ist. Lauf, lauf, lauf. Bin auch bis zum Wasserbringer. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wieso kann der so schnell? Der elendige Bastard. Das Gute ist, die sollten sich ja definitiv nicht heilen. Sollten. Heißt nicht, dass es nicht ab und zu doch mal passiert. Komm schon. Oh.
Na? Lauf! Alter, heftige Sache. Help! Help! Ja, geh doch mal weg! Geh doch mal weg! Oh, fuck! Toll! Das war super! Dämliche Springen, ey, das habe ich schon immer gehasst. Das doch überhaupt keinen Sinn macht. Warum macht er das? Triff doch mal. Komm schon! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist doch alles bescheuert. Warum glitsche ich da manchmal so weg? Ich kann dann einfach nichts machen. Ist halt auch so wahnsinnig schnell, ne? Muss man den ja auch mal lassen. Yikes! Yikes! Wir müssen den halt irgendwie da wegkriegen. Ja! Gott sei gesegnet, ey. Fuck. Wieso hatte der ein Wolfsfell dabei? Hey! Wir werden immer merkwürdig mit ihren Trophäen. Egal, wir haben es geschafft. Aber komischerweise, ne? Immer noch ein Schamane, es bringt immer noch mehr EP. Bitte triff. Bitte triff. Oh mein Gott. Der hat gegen alles gekämpft, nur nicht gegen den Gegner direkt vor ihm. Da hinten ist noch eine Elite. Fuck. Das wäre die einzige. So dicht ist noch gleich die nächste. Pack dir mal weg jetzt dein Kram hier. Hm. Mich vorsichtig annähern kann. Weißt du, bist. Ach du Scheiße. Ja. Ich wollte nicht so nah, ich wollte nur deine Freunde auslooten. Ah, fuck, da liegt auch noch eine Ork-Axt. Aber jetzt hör auf, geh weg. Das heißt. Naja, also nochmal will ich echt nicht. Nochmal will ich echt nicht.
Also vor allem halt nicht mit den Voraussetzungen, weil das ist echt ein bisschen lächerlich gerade. Ja, aber die stehen halt wenigstens schon ein bisschen abseits. Das heißt, wir können versuchen, durch den Burggraben zu kriechen. Wobei ich da jetzt auch nicht unbedingt vergessen sollte, dass ich fast tot bin. Und guck mal, wir haben nur noch 1300 Pfeile. Wir hatten mehr. Fast doppelt so viel. Heiliges Licht. Schön, wir haben heiliges Licht. So. Zack und zack. Okay. Du triffst schon wieder nicht. Muss nur noch treffen. Manchmal klingt es so, als ob irgendwo noch jemand kommt. Ist dann wahrscheinlich alles Einbildung. Ah! Oh. Ich höre schon die Stimmen von den Leuten da drin. Na? Jesus. Ich wollte nur mal gucken. Komm schon, den da! Oh mein Gott, triff! Meine Fresse, ey, das war eine mega knappe Kiste gerade. Keine Ahnung, wo die alle jetzt herkamen. Ist halt das schön, dass die eben auch ab und zu mal Tränke dabei haben. Bestimmt nicht. Scheiße. Hör auf. Lauf weg. Ah! Ah! So, Kollege. Jetzt hast du ein Problem, weil du hier nicht raufkommst, du dummer Idiot. Ha, 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 ha. Keine Ahnung warum im Übrigen, aber es ist halt einfach so. Das heißt, im Prinzip
es ist schon so, dass solange ich die hier alle anlocken kann, dass die hierher laufen, habe ich kein Problem. Theoretisch.